Hallo Leute, früher als gedacht konnte ich jetzt meine Bestellung bei Pyrotechnik Brunner abholen. Hier seht ihr so im Gesamtbild, was es ist. Ein Haufen Raketen, eine Tüte voll Kleinkram und ein Karton mit ein paar Batterien. Ich würde sagen, wir fangen mit der Tüte an. Schauen wir mal, was da alles Feines drin ist. Hier rausguckend haben wir zwei von den neuen Turbo-Salut-Raketen von Weco. Die sind für einen Kollegen, die ich mitbringen sollte. NEM haben sie aktuell 8 Gramm, wovon, wenn ich mich nicht täusche, 1 bis höchstens 2 Gramm für den Knall sind und der Rest für den Kreischaufstieg. Aber der ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste an der Rakete. Dann hätten wir von Comet aus der Professional Line die Smasher. 3 starke Kugelbomben mit dem großen Knall. Für den großen Knall. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Das sind einfach ganz normale China-Böller, die in der Styropor-Box drin sitzen. Ziemlich lächerlich, sieht aber lustig aus. Schauen wir mal, ob es auch was taugt. Dann hätten wir einmal von Vico die Phantomsirene. Ist auch schon ein bisschen neuer, 21,9 Gramm. Ist eine Pfeiffontäne. Ich stehe irgendwie auf Pfeiffontänen. Gab es recht günstig zu mitnehmen. Habe ich einfach mal eine eingepackt. So sieht sie aus, Phantomsirene. Ähnlich der Music Star von früher. Dann hätten wir einmal von Pyromax die Starmix-Fontäne. Ist ja ebenfalls von Weco, nur unter dem Pyromax-Logo. Schon ein bisschen älter. Drin verbirgt sich auch eine Fontäne. Ähnliche Bauart wie die Chuco Chuco. Wird vermutlich auch das gleiche sein. Ja, hier unten steht's. Chico Chico Fontäne. Dann machen wir weiter. Ach ja, das kommt später. Dann hätten wir hier einmal von Nico Aladins Lampe. Eine Fontänenbatterie. Habe ich noch nie gehabt. Sieht interessant aus. Oben hat es eine Fontäne. Brennt dann, wenn ich, wie ich es mir jetzt denke, nach unten und kommt hier seitlich dann nochmal raus. Lassen wir uns überraschen. Dann hätten wir einmal von Comet den King Size Vesuv. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ziemlich schwer hier oben, hier unten wieder leicht, wird alles leer sein. Dann hätten wir einmal von Keller die Mega Pfiff Zisch Pfeif Glitzer Knister Riesenfontäne. So, auch noch nicht gehabt, auch schon ein bisschen älter. Testen wir an. Dann haben wir von Fire-Event die bekannten roten Corsair-Böller. Wurden ja auch schon getestet. Habe ich mir jetzt noch mal ein paar geholt. Sehr gute Böller. Kann ich nur weiterempfehlen für jeden, der auf dem feinen Knall steht. Dann dürfen natürlich auch die King Cobra nicht fehlen. Eine Nummer größer, eine Nummer lauter. Der aktuell stärkste Böller, den es bei uns auf dem Markt gibt. Einfach super Teile. Und dann haben wir aus der Tüte noch 10-mal die Heulgeisterfontäne von Comet. Wurden auch demnächst getestet. Auch schon ein bisschen älter. Sind ja mit einem
Heulton und am Schluss unten kommen noch ein paar Pyrocracker raus. Ich finde die richtig geil. Für den Preis habe ich mir noch einen kleinen Vorrat angelegt. Und dann aus der Tüte haben wir, nachdem wir beim Brunner waren, sind wir noch schnell zum Kick rein und haben uns mit Gasbrennern versorgt für 3 Euro, inklusive einem FBI-Gasbrenner. Bin ich auf der vollkommen sicheren Seite. Alles FBI abgesegnet. Dann kommen wir weiter zu den Artikeln auf dem Tisch. Hier hätten wir zweimal die Ghost Scream Rockets von Weco. Sind erst am Freitagabend von Weco an den Händler geliefert worden. Und heute habe ich sie schon in meinen Händen. Sehen optisch, naja, halbwegs ansprechend aus. Eine Gesamt-NEM von 78 Gramm auf alle 4 Raketen. Haben ja alle einen anderen Effekt, aber diesen feinen Kreischaufstieg stehe ich total drauf. Die haben wir ebenfalls zweimal. Dann haben wir die schon angesprochenen Turbo-Salut-Raketen von Weco, die 9. Mit einer Gesamtnahme von 80 Gramm auf alle 10. So sehen sie aus. Leider nicht mehr das schöne Orange wie früher. Aber ja, das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. In meinen Augen geht es ja auch eher um den Kreischaufstieg als um den Salutknall. Nach dem Kreischen ist man eh halb taub. Das ist das Geile an den Teilen. Es sind 20 Stück. 2 komplette Packungen, super Teile. Dann hätten wir von Weco die tolle Lola-Rakete, ebenfalls die Neuauflage für 2014. Gesamtnahme von 164 Gramm. Sind optisch ähnlich zu den früheren. Haben auch noch die Superstar-Hexe, was auch immer, auf dem Cover drauf. Allerdings ist die Hülse nicht mehr rot oder orange, wenn ich mich täusche, war sie früher, ist jetzt auch schwarz. Die Kappe bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob sie die Farbe hatte. Hat jedenfalls einen NEM von 16 Gramm pro Stück, ebenfalls mit diesem fetten Kreischaufstieg und dann als Schütteffekt die goldenen Sterne. Auf den Vorschießen-Videos sahen sie ja nicht so prickelnd aus, mir wurde aber versichert, dass sie überarbeitet wurden und jetzt wieder dem Effekt von früher ziemlich nahe kommen sollen. Geht zu. Haben wir ebenfalls 2 Packungen. Und dann hätten wir noch die Sachen in der Kiste. Ich räume den Tisch schnell etwas freier und dann machen wir weiter. So, weiter geht's mit dem versprochenen Paket. Vor langer Zeit hatte ich mal angekündigt, oder bei irgendeinem Unboxing hatte ich mal angekündigt, dass ich die Unboxings mit verschiedenen Öffnungswaffen, nenne ich es jetzt einfach mal, durchführen werde. Wir hatten ja schon die Fantasy-Messer, die ganz normalen Messer, die Axt. Dieses Mal habe ich mir überlegt, machen wir das Unboxing mal im König Leonidas 300er Style mit dem schönen Filmreplikaschwert. Bin ich übrigens sehr stolz auf das Teil. Schauen wir mal, was drin ist, ob ich den halben Tisch kaputt hack. Ist eher ein Aufsägen als ein Aufschneiden, aber ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und schwer ist das Ding ja dann auch noch. So. Offen. Schauen wir mal in die nette Kiste rein. Da hätten wir zweimal die Big Flashing Thunder 2, die Neuauflage von Weco. Wieder mit dem ultimativen Blitzknall in 5 verschiedenen Farben. Die ersten Testvideos zeigen, dass sich nicht arg viel geändert hat. NEM bleibt bei 71 Gramm pro 10 Stück.
Mir wurde vom Händler gesagt, dass sie etwas lauter sein sollen als früher, aber trotzdem immer noch die Sterne in den Bouquets haben, was meiner Meinung nach dann keinen Salutartikel mehr ausmacht. Aber vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Schauen wir noch geschwind rein. Innen sehen sie unverändert zu früher aus. Sind genauso dick. Haben jetzt halt nur eine 2 im Namen stehen. Weiterhin ja F2. Eine NEM von 7,05 Gramm. In den bekannten 5 Farben, wie vorhin erwähnt. Ich lasse mich selber mal davon überzeugen, ob sie besser geworden sind oder nicht. Wenn nicht, bleibt halt die logische Konsequenz, bloß noch bei den Nikko Flashbang zu bleiben. Dann macht man sowieso nichts falsch. Dann hätten wir einmal von Nikko die Rocket Strike, die Neuauflage der Leitwerkraketen oder der Versuch, Leitwerkraketen zu machen. In den Farben Blau, Rot und Lila. Gesamt nehmen 47 Gramm auf alle drei. Wir hatten die dem letzten bei unserem Tschechien-Trip, hatte der Kollege ein paar dabei und wir hatten sie getestet. Der Abschuss der Teile ist wirklich sehr geil. Die werden quasi rausgesprengt, die Raketen. Hier unten. Hier ist die Lunte. Die Lunte brennt rein und sprengt diesen Pfropfen irgendwie raus. Und dadurch entwickeln die so viel Schub, dass sie nach oben katapultiert werden. Hört sich sehr geil an. Ja. Schauen wir mal. Dann hätten wir ein bisschen was Älteres. Und zwar von Weco die Feuerwirbel Sprungrad oder Jumping Wheel oder Soleil Sautant. Tja, da bringt 4 Jahre französische Schule auch nicht mehr arg viel. Schon ältere Sachen, aber nach wie vor sehr geil. Sind Sprungräder. Zündet man an, drehen sich wie ganz normale Wirbel und werden dabei dreimal in die Luft katapultiert. Mir gefallen sie. Sind wohl noch einige im Umlauf. Bei der Vitrine habe ich einige noch zum Kauf gesehen. Der Herr Brunner hat auch noch einige auf Lager, falls Interesse bestehen sollte. Das sind 2 Packs insgesamt, wenn die schon auseinanderfällt. Dann geht es weiter von Blackbox, die Nexus. Ist ja auch nicht aktuell, nichts Neues. Kommt ins 0-Uhr-Feuerwerk, ins Crackling-Bild zusammen mit der Crash von Panda. NEM hat 146 Gramm. Ja, die ist insgesamt dreimal dabei. Wird geschossen mit, wie gesagt, 6-mal der Crash. Dann hätten wir von Weco die Wolfsgeheul. Eine schrille Heulerbatterie mit rasant abgefeuerten schrillen Heulern. Hat eine Gesamt-NEM von 195 Gramm. Ist aber eher unwichtig. Mir geht es bei der Batterie eher um dieses tiefe Heulen. Ich finde es sehr geil. Bin froh, dass es das endlich gibt. Früher hatte ich mir von Weco die Line of Fire immer für teuer Geld geholt. Nur weil da diese tiefen Heuler dabei waren. Jetzt bin ich froh, dass es die Sortenreihen gibt. Ebenfalls 2-mal im Karton wird doppelt geschossen in Kombination mit der Molokan von Leslie. Entweder erst die 2 Wolfsgeheul und dann die Molokan, dass es diesen Kontrast zwischen extrem hohen und extrem tiefen Heulern gibt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und der Klassiker von Jorge hätten wir die Crazy Whistling Comets mit 300 Schuss. Einer Gesamtnem von 333 Gramm. Der Klassiker schlechthin. Die einzigste Heulerbatterie, die in diesem rasanten Tempo rausballert. Ebenfalls 2-mal im Karton wird doppelt geschossen als Finalbild. Zusammen mit
Zehnmal der Cassiopeia von Jorge und zehnmal der Reno bzw. Aquilia von Veko. Sollte ganz schön Rabatz machen am Himmel. Die Bilder von den fertig verleiteten Brettern werden auch nach und nach auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Falls ihr euch dafür interessiert und die Bilder gerne anschauen möchtet. Nach und nach kommen die Bilder online, ein paar sind schon fertig. Alles noch nicht, ich warte noch auf die Bestellung von Röder Feuerwerk. Die kommt noch, da fehlen noch ein paar wichtige Elemente. Und bevor ich es vergessen habe, eins habe ich natürlich noch. Und zwar hätten wir hier noch einmal die Nico Number One Rakete. Habe ich irgendwie gerade vergessen zu erwähnen. Ist ja ein altes Ding von Nico. Zu Werbezwecken kann man hier oben aufmachen. Früher hatte das hier noch ein Gitter drin, wo man Raketen reinstellen konnte und die Raketen dann auch da raus starten konnte. Die hat blöderweise keins. Muss ich mir selber irgendwas basteln und kreativ werden. Wobei ich da draus auch keine Raketen schießen werde. Das wird als Dekoartikel im Wohnzimmer stehen, was meine Frau jetzt schon wieder nervt. Aber manchmal muss man sich durchsetzen. Ja, wie gesagt, das war's. Ich mache jetzt nochmal ein Gruppenbild oder ich versuche ein Gruppenbild von allem zu machen, dass man einen guten Einblick bekommt. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns, sobald die Röder-Bestellung angekommen ist.